Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat seine Entscheidung zum Fall der türkischen Journalisten Şahin Alpay und Mehmet Altan bekannt gegeben. Demnach muss die Türkei Alpay und Altan einen Schadensersatz von jeweils 21.500 Euro zahlen. Die Entscheidung der europäischen Richter wurde auf der Internetseite des Tribunals veröffentlicht. Der türkische Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Işıl Karakaş, wurde abgezogen. Stattdessen wurde von der türkischen Regierung Ergin Ergül entsandt, der sich gegen das Urteil gestellt hat. Zuvor hatte das türkische Verfassungsgericht binnen kürzester Zeit die Freilassung von Alpay am vergangenen Wochenende angeordnet. Mehmet Altan hingegen wurde in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt.